Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut beim neuen Video von Jessys Mami Blog. Heute will ich euch was von meinem Lessig Outlet zeigen. Wir haben bei uns in der Nähe ein Lessig Outlet Lager und dort gibt es Taschen, Teller und Zubehör. Und dann lege ich euch mal los und will euch auch immer die Preise dazu sagen. Hier haben wir beispielsweise ein Musselin-Halstuch. Das ist jetzt zweite Wahl, weil bei manchen anscheinend die Knöpfe nicht richtig gingen, aber das kann man dort natürlich auch alles testen. Mit Herzchen kostet normalerweise 5,95 Euro. Ich habe es für 3 Euro gekauft. Dann haben wir hier Mullwindeln, also so Spucktücher. Und das sind jetzt Mädchenfarben. Das ist zweite Wahl, weil sie mal gerochen haben. Aber ich rieche jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr. Sie werden ja eh gewaschen. Die haben jetzt 10 Euro gekostet und kosten normalerweise 19,95. Dann wollte ich mal diesmal probieren, gerade für unterwegs, wenn man ein Restaurant ist, habe ich hier so eine Art Stillhalstuch. Das hat ganz viele verschiedene Tragemöglichkeiten. Stillen, Schal, Art Poncho, Jacke, Umhängeteil. Das ist jetzt in so einem Natur-Nude-Ton, also passt, glaube ich, ganz gut zu allen. Und das kostet normalerweise 29,95 und hat jetzt 10 Euro gekostet. Hat keinerlei Mängel, ich weiß nicht, warum das so gut im Preis war. Ich dachte, für 10 Euro probieren wir das mal aus. Gleich, Emma, gleich. Dann habe ich noch ganz süß hier so zwei Menüteller. Einmal und zweimal. Für jedes Kind eins. Muss mir bald noch ein drittes holen. Die haben jetzt 5 Euro gekostet jeweils. Ich muss nur sagen, ich habe im Internet jetzt nicht gefunden, was die einzeln kosten. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht einzeln, sondern eigentlich nur im Set. Aber für 5 Euro habe ich gedacht, da müssen die mit. So, und meine Highlights sind zwei Wickeltaschen. Eigentlich wollte ich nur eine kaufen, aber ja, es sind dann doch zwei geworden. Das ist die eine. Die hat hier an den Seiten auch Reißverschluss. Hinten auch nochmal ein Reißverschluss quer und nochmal Seitenreißverschluss. Die kostet normalerweise 119,95 €. Die hat jetzt nur 50 Euro gekostet und ich fand eigentlich die Farbe echt ganz cool. Und der Mangel war die Nähte am Reißverschluss. Was mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich so stört. Emma, würdest du mal den Tisch stehen lassen? So. Und drinne ist natürlich immer in den Handtaschen eine Wickelhandtasche. Ein kleines Beutelchen. Der ist sogar hier mit einem Clip festgemacht. Und noch ein Trinkflasche. Und die hat innen noch ganz viele verschiedene Futter fürs Handy, die Windeln, Trinkflasche, was abmachen. Das zeige ich euch aber dann nochmal genauer bei einem anderen Video. Also 50 Euro statt 120, also 70 Euro gespart bei der Tasche. Dafür fand ich die echt mega cool. Also, sagen wir, der Vorteil bei der ist auch, da sieht man definitiv nicht, dass es eine Wickeltasche ist. Das heißt, die kann man auch mal zum Weggehen nehmen, wenn man mal nicht ganz so mamihaft aussehen möchte. Und dann meine eigentliche Tasche, die ich mir eigentlich kaufen wollte, da war ich mir nur noch nicht bei der Farbe sicher, ist hier die Lessig Queen Label Tasche in Schwarz. Die hat nämlich gerade nur die schwarze reduziert, da und eine blaue, und blau ist nicht meins und schwarz passt super, weil ich habe einmal einen schwarzen Geschwisterwagen, einen schwarz-grauen Buggy im Auto und habe einen schlammfarbenen, also ein bisschen wie diese Oliftasche, farbenen Hartanwagen. Meine Wegen werde ich euch auch nochmal vorstellen. Bei der fand ich so toll, weil die ist ja echt groß, die hat ja viele Reißverschlussfächer, Innenfächer, verschiedene. Hat auch hier die Getränke und diesen kleinen Beutel dabei und die Wickelunterlage. Und ich habe gedacht, komm, schwarz passt zu allem. Daher ist die schwarze gar nicht schlecht.
Und die kostet normalerweise 130 Euro und die hat jetzt nur 70 Euro gekostet. Ich hatte vorher mal bei Mami-Kreise geschaut und wollte mir erst eine gebraucht kaufen, aber selbst gebraucht wollen die noch zwischen 60 und 80 Euro haben, plus dann locker 5 Euro Versand. Da bin ich mit meinen 70 für eine nagelneue echt mega glücklich. Und gerade auch die schwarze, die kann man selbst hinterher noch weiter benutzen. Die mittlere ist gerade mal 1,5, das Baby kommt jetzt im Februar. Das heißt, wir haben erstmal noch ein bisschen was an Wickeln zu tun und auch so wird dann immer ein bisschen mehr mit müssen. Und dann finde ich das gerade mit diesen schicken Wickeltaschen nicht schlimm. So, meine Lieben, das war mein Lessig Outlet Shopping. Das waren dann mal eben so 153 Euro. Aber wenn man mal hochrechnet, was ich insgesamt ausgegeben habe, da habe ich mehr als die Hälfte locker gespart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.